Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch. Dieses Mal ein bisschen anders. Ich wünsche euch erstmal fröhliche Weihnachten. Es ist ja heute Heiligabend oder später auf jeden Fall ist es Heiligabend. Und zur Feier des Tages habe ich mir ein paar Geschenke selber gemacht, um genau zu sein 25 Geschenke in der Form von Winterlootboxen, die wir gemeinsam öffnen werden. Und ich bin gespannt, was ich rauskriege aus den Boxen. Ich habe bis jetzt nicht so viel Glück gehabt bei den Winterlootboxen. Und es sieht auch so aus, als würde ich jetzt nicht so wirklich viel Glück haben. Aber nichtsdestotrotz machen wir die auf, weil es ist ja Weihnachten. Und dann dürft ihr gerne mal sagen, ui, 4 Epics. Epic Gold, aber auch Epic Emotes. Ah, das ist ein normaler Emote. Das ist ein Highlight-Intro, aber das coole Highlight-Intro. Das nehmen wir natürlich. Was wollte ich jetzt sagen? Also, erstmal, was habt ihr euch gewünscht? Ich habe mir zum Beispiel hier so einen legendären Reaper-Skin gewünscht. So ein Standard. Das ist ja blöd. Ja, dürft ihr ruhig mal sagen, was habt ihr euch gewünscht? Und vor allem auch, was gibt es heute Abend bei euch zu essen? Oder was gab es gestern, wenn ihr das Video dann einen Tag später seht? Dürft ihr einfach mal raushauen in die Kommentare. Und ich dachte, komm, Heiligabend, dann machst du mal ein paar Boxen auf. Nicht, dass ich die jetzt sonderlich cool finde, aber ich habe aus den gesamten Winterdingern nicht viele Sachen, deswegen werde ich nicht mega viele Duplikate kriegen. Hoffe ich zumindest. Und ich finde dieses Mal die Legendären ganz cool. Deswegen hoffe ich, dass ich hier noch Legendäre kriege heute tatsächlich. Aber es sieht bis jetzt nicht so aus und wir haben schon ein paar Boxen aufgemacht. Oh, ein Highlight. Ne, das ist ein Emote. Ah, das Sitz-Emote für May. Ich finde die Sitz-Emote sowieso cool. Den wahrscheinlich so excited. Komm, machen wir weiter. Es ist mir aber scheinbar echt nicht vergönnt, wa? Oh, das ist ein cooles Spray, aber das ist für alle Heroes, ne? Ja, genau. Es ist mir nicht vergönnt. Ein paar Epics sind drin. Vor allem episches Gold. So, 10 Lootboxen. Wir haben ein legendäres. Und das war ein legendäres Standardding. Also ganz schön enttäuschend, ne? So, wie viel fehlt mir eigentlich noch von diesem Event denn? Warte mal. Das können wir gleich mal gucken. Einmal schnell nach. Was uns noch fehlt. Also, mir fehlen alle Skins. Alle Emotes. Aber von den Sachen hier fehlt mir nur noch einmal ho ho ho. Und das war's tatsächlich auch. Hier war das. So. Los geht's. Die nächste Box. Die nächsten Rares. Leider kein Glück. Ich find's auch gut, dass sie gesagt haben, es soll nicht so viele Duplikate geben. Was kriegt man? Haufenweise Duplikate in Rare. Aber aus den Standarddingern habe ich wahrscheinlich auch alle Rares. Ah, der erste Skin. Und zwar der Ash-Skin. Der Epic Ash-Skin. Finde ich gar nicht so schlecht, dass hier hinten dieses Zeichen bei Bob geändert wurde. Ich finde die Farbe von dem Bob finde ich auch nicht so super schlimm. Dass da, ich weiß nicht, ob das ein Bart ist oder ob das ein Teil seines Mundes ist. Ich finde es nicht schlecht. Die blauen Haare von Ash sind okay. Aber ich finde diesen Blauton, diesen Winterblauton ganz cool, den sie gehalten haben. Oder in dem sie den Skin gehalten haben. Von daher ist es einer der besseren. Meiner Meinung nach zumindest. Und jetzt legendäres Gold. Ich glaube, das ist so das Enttäuschendste, was du kriegen kannst. Ohne Flux. Oder Flax. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Es sieht nicht gut aus, die letzten 10, Leute. Da ist es jetzt. Warum? Warum kriege ich die Standarddinger? Was soll denn das? Ich meine, der Skin ist nicht schlecht, ne? Aber dafür mache ich das ja nicht. Wow. Da brauchst du dir gar nicht angucken, wenn du alles schon hast. Also das ist jetzt lächerlich. Wenn ich jetzt nur Lootboxen kriege, in denen ich alles gehabt habe, dann ist das richtig lächerlich. Ist das ein Winterskin? Sieht nicht so aus, weil da ist kein Winterzeichen im Hintergrund. Meine Herren, ich habe so viele Skins, die ich nicht habe. Ich könnte auch den Yeti-Skin ziehen oder so. Oder den Nussknacker-Zen.
von vor ein paar Jahren. Einer der besseren, meiner Meinung nach. Der besseren Zen-Skins. Aber wie gesagt, der ist schon ein paar Jährchen alt, ein paar Events her. Aber das macht eigentlich gar nichts, weil Hauptsache einen legendären Skin, den du vorher nicht hattest. Einen legendären Event-Skin, den du vorher nicht hattest. Das möchte ich nochmal erwähnen, weil die anderen kann ich ja auch aus den normalen Lootboxen kriegen. Hier ist ein normaler Epic-Skin und der Gift-Wrap. Ich finde, der ist abgrundtief hässlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Den finde ich, der ist so schlimm. Ich weiß nicht, was daran positiv sein soll, an diesem Skin. Denn, wenn wir kurz zurückgehen in die Heldengalerie und uns den Skin angucken, ich weiß nicht, was daran cool sein soll, weil im Torrent-Mode, wenn er wirklich irgendwo ein bisschen eingepackt wäre und da oben das Schleifchen, das zähle ich nicht als Einpacken, der müsste richtig eingepackt sein in Geschenkpapier. Und auch als Panzer, da könnte man gut was machen, aber was haben die gemacht? Nichts. Es ist eigentlich ein richtig bescheuerter Epic-Skin für Bastion. Und ich muss es wissen. Als Bastion-Spieler. Die letzten vier. Die letzten drei, ne? Die letzten vier? Alles schon gehabt. Die letzten vier und jetzt waren es die letzten drei. Oh, man kann nur hoffen, dass hier noch was gibt. Ah, habe ich alles schon gehabt. Lächerlich. Es ist einfach lächerlich, Leute. Machst du nix. Gut, dass Weihnachten ist. Ich hoffe, meine Real-Life-Geschenke heute Abend werden besser als das hier. Oh, noch zwei Epics rausgehauen. Ah, zum Glück noch den Scrooge McCree. Auch vom letzten oder vorletzten Jahr. Einer der besseren. Aber schade. Von den richtigen Event-Skins von diesem jährigen habe ich zwei Epics gekriegt. Keins der legendären. Das Glück ist nicht mit mir. Den habe ich aber noch gekriegt, den Hoho. Aber das Glück ist nicht mit mir, Freunde. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück bei euren Lootboxen. Und speziell heute Abend bei der Bescherung und beim Essen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch ergangen ist oder wie es euch ergehen wird. Ich weiß nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in einem der nächsten Videos. Morgen kommt eine normale Folge, dann kommt wieder eine Spezialfolge. Ich habe ein bisschen Abwechslung gemacht bei den Overwatch-Videos, weil ich nicht weiß, wie es sonst ist. Aber ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage und ich hoffe, wir sehen uns nach Weihnachten wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da und ja, fröhliche Weihnachten.